Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von The Binding of Isaac Afterbirth. Let's Part, da haben wir eine lustige Daily Challenge gemacht und heute würde ich sagen, machen wir mal. Ah, fuck. Wir machen auf jeden Fall den Greed Mode. Wenn ich ihn mit Azazel mache, könnte ich einen neuen Charakter freischalten. Aber ich glaube, es wäre ein bisschen lame, deswegen. Wisst ihr was? Ich glaube, Lazarus ist unser Mann für den Greed Mode. Ich glaube, Lazarus ist unser Mann dafür. Okay. Oh mein Gott, das Seite will ich haben. Und den Tinted Rock will ich haben. Okay. Sieht ganz gut aus soweit. Was macht der Schalter? Oh, komm schon. Aber ja, wir sind Lazarus. Das bedeutet, wir wollen uns natürlich so früh wie nur irgendwie möglich im Devil Deal umbringen. Denn dann kann es zu ganz und gar fantastischen Ergebnissen führen. Weil wir dann stärker werden, wenn wir wiedergeboren werden. Und das ist ziemlich super. Und jetzt versuche ich mal alle Gegner oder eine Pause einzulegen, umzubringen. Denn das ist sehr, sehr hilfreich, weil dadurch bekommen wir mehr Geld. Glaube ich. Ich glaube, wenn man das am Stück macht ohne Pause, dann nimmt man erstmal keinen Schaden und dann bekommt man auch mehr Geld. Und ich habe bei Gold in den Kommentaren war das, habe ich irgendwie gelesen, dass man bessere Items bekommt, wenn man in die Goldräume und sowas erst später reingeht. Deswegen versuchen wir da mal später reinzugehen. Ich bin zwar der Meinung, dass das wahrscheinlich eher ein Gerücht ist, aber hey, versuchen wir es herauszufinden. Und ihr beiden, ihr seid nicht nett. Und ihr Bombentumorköpfe, ihr seid auch nicht nett. Nur damit ihr Bescheid wisst. Okay. Wundervoll. Und du Schwabbelmann, stirbst du bitte? Okay. Ich habe alles unter Kontrolle, Leute. Macht euch keine Sorgen. Ah, Spinnen! Böse Spinnen. Okay, wir sollten vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Denn tatsächlich habe ich mehr Schaden genommen, als mir lieb ist. Und wir sollten unbedingt den Kollegen hier loswerden. Kollege, ich muss dich loswerden. Danke für deine Aufmerksamkeit. Okay, wir werden sterben, wie es aussieht. Wir werden sterben. Ich kann es jetzt auch nicht... Pille. Ah, Health Down. Das ist nicht hilfreich. Okay. Okay, alles cool, Leute. Alles cool. Wir haben alles unter Kontrolle. Nein! Okay, dann hat sich das soweit erledigt mit dem Devil Deal und sich da eventuell umbringen. Denn wir sind jetzt schon gestorben. Das ist echt nicht gut. Aber hey, wir haben genug Geld, um uns das eine Item da zu holen. Was gut ist, weil es unsere Feuerrate ganz erheblich erhöht. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Machen wir uns nichts vor, wir nehmen dich mit. Und dann nehmen wir mit, was auch immer hier drin ist. Es ist Pyjamas, you feel. Okay. Die Pyjamas geben mir einfach nur Soul Hearts, oder? Sehe ich das richtig? Oh, der gute Duke of Flies. Was geht ab, Duke? Duke, nimm dich in Acht, Alter. Ich habe guten Damage und eine gute Feuerrate. Du wirst sowas von sterben, Alter. Sobald ich deine Fliegen losgeworden bin. Für die du bekannt bist, mein guter Duke of Flies. Und wie geht's eigentlich der Mini-Variante? Ich hätte lieber noch so einen von denen. Und ich habe den Keller freigeschaltet. Wie es aussieht, haben wir jetzt jeden Boss schon mal gekillt. Das ist ziemlich cool. Wir haben den Keller. Wenn man bedenkt, bei meinem ersten Afterbirth Let's Play-Anlauf. Oh Gott, habe ich ungefähr, lass mich nicht lügen, 30 Parts gebraucht, bis ich den Keller freigeschaltet hatte. Ah, da war es auch sehr seltsam gemacht. Es war auch sehr, sehr seltsam gemacht, weil... Oh, jetzt habe ich wieder nicht auf den Seed geschaut. Das ist scheiße. War es auch sehr seltsam gemacht, weil... Weil Dings. Genau, weil man von Lil Steven und sowas... Also, ihr kennt ja den guten Steven-Endboss. Und bei allen, die irgendwie aus zwei Bossen bestehen, also aus zwei Teilen, da muss man einmal zuerst den großen und einmal zuerst den kleinen killen, um da den Keller freizuschalten. Und das hat mir ewig gefehlt. Ja, das ist soweit die Geschichte dazu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Okay, und das war der Wurmi. So, wir haben 10 Münzen. Das bedeutet, wir haben keine Bombe. Ich glaube davon, ist das eigentlich Triple Shot? Fuck. Wir nehmen das mit. Ah, komm schon. 2 Cent. Wären an sich hilfreich, aber nicht wirklich. Shit. Okay, wäre echt cool, wenn ich irgendwo eine Bombe herbekommen hätte. Aber gut, gehen wir mal hier rein. Oh. Das hilft meiner Feuerrate durchaus noch ein gutes Stück weiter. Ja, finde ich gut. Ich mache zwar nicht mehr so viel Schaden, aber hey, meine Feuerrate ist noch besser. Und ja, ich weiß, dass das, was ich jetzt gerade gemacht habe, dass das nur dafür gut ist, um einen Devil Deal zu bekommen. Also der Boss hier jetzt. Das ist mir ja bewusst. Ich hätte jetzt schon gerade eben weitergehen können, aber ehrlich gesagt will ich mal einen Devil Deal. Den möchte ich mir nicht entgehen lassen. Außerdem fühle ich mich gerade ziemlich stark. Und wenn man sich ziemlich stark fühlt, dann sollte man das machen. Und wir wollen natürlich versuchen, diesmal den guten Super Greedo zu killen, nachdem wir beim letzten Mal ihn fast gekillt haben. Ich gerade zu viel Schaden nehme. Weil ich die blöden Spinne nicht im Auge behalte. Oder nicht in dem Ausmaß, in wie ich es sollte, im Auge behalte. Alles okay. So, Spinnen, hi. Was habt ihr vor? Okay. Devil Deal.
Wir nehmen das. Wir nehmen das. Okay, damit ist mein Damage jetzt noch ein Stück weit erhöht. Ehrlich gesagt würde ich sagen, ich bin so... Oh, warum ist da keine Bombe? Was, wenn ich da Geld reinwerfe? Da erscheint dann das eine Bombe. Yes! Okay. Okay, die Bombe ist gut, Leute. Die Bombe ist gut. Sie kommt uns gelegen. Irgendwas. Infamy! Yay! Aber leider habe ich kein Geld mehr für den weiteren Schlüssel. Aber okay, das war's wert. War's das wert? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Wir gehen einfach weiter. Wir haben auch noch nicht auf den Seed geschaut. Wie geht's euch aber ansonsten so, liebe Leute? Seid ihr bereit für ein bisschen Action im Greed Mode? Was eine dumme Frage ist, weil wir jetzt schon in den Cave sind, aber hey. Man kann ja mal fragen. Eine Steintruhe. Und hier noch mehr Shit. Und die Items an sich sind... Ich habe keine Ahnung, was das für 5 da ist. Ist wahrscheinlich ein Trinket? Ich weiß es nicht. Die gute Plazenta, die nehmen wir mit. Okay, los geht's. Mini Duke of Lies. Es geht ab, Mini Duke. Es geht ab, Alter. Es geht ab. Oh Gott. Ihr schon wieder. Darf ich mal anmerken, dass ich den Greed Mode ziemlich super finde irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe Lust auf den Greed Mode. Ich glaube, der ist ein spaßiger Spielmodus. Um das mal so in den Raum zu werfen. Auch wenn er aktuell, ich glaube, der wird noch schwerer gemacht. Gab es auf Twitter so eine Umfrage von dem lieben Edmund Mac. Ich habe Isaac gemacht, Edmund. Und der hat gefragt, also so eine Umfrage gemacht, ob die Leute der Meinung sind, dass der Greed Mode schwerer sein sollte. Ich habe für ja gestimmt. Weil ich beim ersten Versuch schon zum letzten Boss gekommen bin und die Mehrheit hat für ja gestimmt. Also vermute ich, dass der demnächst mal mit dem Patch schwerer gemacht wird. Was ich nicht verkehrt finde, weil aktuell ist er noch nicht. Ich meine, ich will nicht sagen, dass er komplett einfach ist, das nicht, aber... Ja, ist jetzt halt echt nicht so anspruchsvoll. Sagen wir es mal so. Da ist noch Luft nach oben vom Schwierigkeitsgrad her. Ich meine, ich habe noch nicht mal irgendwelche Items freigespielt, habe ihn trotzdem fast geschafft gehabt. Ich hatte auch Glück, weil ich viele Damage-Ups gefunden habe, aber auch trotzdem. Leute, ich bitte euch. Oh Gott. Ihr seid die Schlimmsten von allen Gegnern auf dieser Welt. Die Schlimmsten! Oh, ihr seid schon die Letzten. Das ist gut. Oh Gott. Infamy! Du hast mir den Arsch gerettet. So, ich glaube, 5 Münzen muss ich jetzt auf jeden Fall wieder ausgeben, um mir einen Schalüssel zu holen. Und ansonsten... Wollen wir mal... einen Schlüssel. Ja, den Schlüssel nehmen wir erstmal mit. Dann will ich natürlich noch eine Bombe haben. Keine Frage. Was bist du? Dead Eye. Okay, hat das meine Präzision jetzt erhöht? Ach so! Natürlich! Accuracy brings power. Das bedeutet, ich habe jetzt wahrscheinlich dieses Item. Das wurde schon... Ich schaue jetzt mal, ob ich eine Bombe bekomme. Das wurde schon... mit als erstes Items angekündigt wurde. Und das ist, je öfter ich einen Gegner in Folge treffe, desto mehr Schaden teile ich aus. Das bedeutet, oh fuck. Seht ihr, wie ich immer stärker werde, je mehr ich treffe? Das bringt dieses Item. Und ich glaube, das ist ein Item, das ziemlich stark werden kann. Ah, fuck. Hör auf, durch den Schleim zu laufen. Oh, hör auf, durch den Schleim zu laufen! Großer Gott. So. Hi. Daneben geschossen. Ich glaube, ich mag das Item. Das ist ziemlich super. Okay, wir haben wieder mehr Geld. Das ist gut. Dann würde ich sagen, wir könnten die Box kaufen. Wir müssen die Box kaufen. Komm schon. Nein! Das ist absolut nicht die Bombe, die ich haben wollte. Ich wollte nämlich eine Bombe haben und nicht, was auch immer das jetzt gerade war. Oh nein, ich sehe die Karte nicht mehr. Das ist aber... Oh nein. Oh, Moment. Ich kann... Tour of Diamonds, Alter. Alter, Tour of Diamonds. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie stark Tour of Diamonds hier ist? In diesem Spielmodus? Habt ihr da eine Ahnung? Es kann so stark sein. So, Moment, die Steinkiste kann ich jetzt auch noch aufmachen. Das kann ich mir leisten. Wir bekommen den Müllsack. Mülli Mac Müllsack. Hallo, Mülli Mac Müllsack. Natürlich wollen wir einen Devil Deal haben. Ich glaube, euch kann ich richtig bedienen. Mit meiner neuen Fähigkeit. Oh Gott. Oder auch nicht. Hört auf, so viele Spinnen zu spawnen. Ernsthaft, hört auf damit. Die erste sollte jetzt down gehen. Komm schon. Stirb doch. Nein, warum stirbst du nicht? Warum habe ich das Gefühl, dass meine Tiers nicht so viel, stark werden, wie sie aussehen? Ich meine, sie sind voll am Leuchten und so. Ich glaube, sie sind nicht so viel stärker. Oh, fuck.
Oh, mein Dodging ist nicht gut, aber aktuell habe ich auch das Problem, dass ziemlich viele Gegner kommen, die ziemlich viel Shit auf dem ganzen Bild verteilen. Devil Deal. Oh, den würde ich so gerne mitnehmen. Würde ich so gerne mitnehmen. Oh, den würde ich so gerne mitnehmen, aber ich kann nicht. Aber ich will, aber ich kann nicht, aber ich will. Hey, Krampus, yay. Krampus kann uns jetzt beehren. Was für eine Ehre für mich. Okay, hier sind noch ein paar Herzen, die mir nichts bringen. Insgesamt eine Menge Zeug, das mir nichts bringt. Dementsprechend würde ich sagen, liebe Leute, wir sind jetzt ganz vorsichtig unterwegs und versuchen irgendwie zu überleben, okay? Okay. Und wir hoffen, dass... Ey, ich habe Eve freigespielt. Eve, was geht ab, Eve? Mann, ich schalte ja so viel Shit frei. So, was haben wir hier? Ein Soulheart. Oh mein Gott, die rohe Leber. Die rohe Leber ist gut, die rohe Leber ist gut. Wisst ihr was, wir machen gleich. Wir holen uns die rohe Leber, das gibt uns 2 HP ab, dann holen wir uns das Soulheart. Und dann stehen wir lebenstechnisch auf einmal wieder gut da. Das war überraschend. So, wir schauen erstmal hier rein. Noch ein HP ab, ist okay, ist okay, ist okay. So, und dann kämpfen wir gegen die... Oh Gott, Trollbomben. Böse, böse Trollbomben. Und ich bekomme wieder random schwarze Herzen. Scheinbar random. Das habe ich bis heute immer noch nicht verstanden, warum man immer wieder mal, warum immer wieder mal schwarze Herzen gedroppt werden. Ich meine, es hat bestimmt irgendeinen Grund, aber ich konnte bisher... Ich habe noch kein Item gefunden, mit dem es vielleicht zusammenhängt. Ich bin einfach ratlos. Okay, ihr neuen Larrys, die gar nicht mehr so neu sind inzwischen, sind auch schon ein Jahr alt. Lasst mich bitte in Ruhe. Yeah, oh fuck, da ist noch ein Larry unterwegs, oder? Da ist ein Larry unterwegs! Ah! Okay. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Okay, der Larry ist down. Der Larry ist down, das ist gut. Der Kollege ist auch down. Trollbomben sind natürlich nicht das Schönste, was einem, was man so bekommen kann. Und diese Maskenfreunde hier natürlich auch nicht zwangsweise. Vor allem, glaube ich, bekommen wir ein großes Problem, wenn wir die jetzt nicht innerhalb von der Zeit gekillt hätten. Das war gut. Ja, dann schauen wir direkt mal hier rein. Ist auf jeden Fall besser als das, was ich aktuell habe, aber immer noch nicht sonderlich gut. Ich habe keine Ahnung, was du bist, kleines Schneeflöckchen. Chaos. Chaos. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Vielleicht werden wir es herausfinden. Vielleicht auch nicht. Das werden wir wohl herausfinden. Okay. Warte, warum kann ich da tiefer runter? Okay. Die wird Chaos einmal pro Raum. Nee, was? Nee, ich habe keine Ahnung, was Chaos sein könnte. Ich bin komplett ratlos. Bullshit. Das war ein Treffer, den ich nicht hätte erleiden dürfen. Sollen, müssen. Was auch immer. Wisst ihr, was mir aber in letzter Zeit so aufgefallen ist? Ich glaube, einer der letzten Charaktere, die wir hier freischalten werden in dem Spiel, das ist ein Crawl Space. Das ist ein Crawl Space! Ah, Mom's Town, den will ich nicht. Einer der letzten Charaktere, den wir in dem Spiel hier wohl freischalten werden, wird tatsächlich Maggie sein, was irgendwie ironisch ist, weil Maggie in der Regel immer der erste Charakter ist, den man freischaltet. Ich glaube, ich kann es mir leisten, wir nehmen noch einen Soulheart mit. Dann machen wir den nächsten Boss, ja? Mega Envies. So viele Envies. Yay. Wow, das war aber effektiv. Danke, liebes Anarchisten-Kochbuch. Was hat dieses Chaos-Item gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin komplett ratlos schon wieder. Diese verdammten neuen Items. Warum ist es nicht offensichtlich, was ihr macht? Rechtfertigt euch. Es war aber eine wunderschöne schwarze Schneeflocke. Und das weiß ich natürlich vor allem zur Weihnachtszeit sehr zu schätzen. Ich meine, weiß ich wirklich. Diese schicke Schneeflocke. Die schwarz ist, weil Schnee immer schwarz ist. Ja, au. Aber gutes Dodging mit in den Gegner rein. Ich bin dem Nicht-Schaden nehmen ausgewichen. Erfolgreich. Ich habe Schaden genommen. Erfolgreich. Na gut, ihr Envies. Was habt ihr vor? Ich frage mich, ob es in dem Greed-Mod hier auch sowas wie den Boss-Rush gibt. Au. Dankeschön. Ah, jetzt wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um das gute Anarchisten-Kochbuch einzusetzen. Naja, was soll's. Bekommen wir auch so erledigt. Sind halt echt nur nervige Gegner. Ah, Bullshit! Okay, sie sind nicht nur nervig, sie können auch wirklich Schaden zufügen. Ihr Kackviecher, ich habe nicht mehr so viele Herzen. Was fällt euch denn ein? So schämet euch!
Schäbet euch, sage ich. Ah. Oh, komm schon. Okay, Devil Deal. Zwei schwarze Herzen und Spinnen. Yay, Spinnen. Cool, die habe ich mir gewünscht. Na gut, wenigstens haben wir keine Herzen verloren oder so. Weil wir wieder gut viele zurückbekommen haben. Piggy Bank. So, warum Piggy Bank? Das ist eine gute Frage. Die Sache ist, wenn wir jetzt irgendwo... Bin ich in den Cursed Room? Nee. Nee, wir sparen uns den Cursed Room. Wenn ich jetzt irgendwo im Laufe des Runs... Shit, der Blutspendomat wird mir jetzt nicht mehr so viel bringen. Kacke! Wenn wir irgendwo ihn finden werden, dann kann ich da eine Menge Geld rausholen mit der Piggy Bank. Und Geld ist in diesem Modus sehr, sehr hilfreich. Der Heilige Gral. Großer Gott, ich möchte ihn haben. Ich kann nicht. Also was, wir machen dich auf. Oh, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt, das hat sich gelohnt. Heiliger Gral, was machst du? Holy Grail. Oh, das ist wirklich der Heilige Gral. Also das Item. Holy Grail. Gut, haben wir es auch gesehen soweit. Würde ich sagen, ich gehe direkt mal hier rein. Wir nehmen den guten Jesus Juice. Mm, Damage und Range Up. Absolut köstlich. Und dann erfreuen wir uns daran, dass der Typ klug war und direkt nach oben gefeuert hat. Wie ein Arschloch. Und dass wir fliegen können, was uns ziemlich stark weiterhilft. Oh Gott. Potrott! Nein! Danke, Infamy. Potrott! Mach die Scheiße jetzt nicht, ich habe keine Zeit! Ernsthaft? Löse Potrott! Dich sehe ich! Oh. Potrott! Merk schon, wir haben es ja mit einem Potrott zu tun, das wirklich sehr, sehr schüchtern ist. Und sich wirklich weigert, seinen Kopf zu zeigen. Da! Ich habe ihn gesehen da oben! Mach mir nichts vor, ich habe dich ganz genau gesehen. Gehirnspawner, Mann. Oh Gott. Hi, er hat ein Gehirn gespawnt. Deswegen ist er der Gehirnspawner, Mann. Mann, es hat echt ein bisschen gedauert, bis ich gewusst habe, dass der so Gehirne spawnen kann. Bis ich das zum ersten Mal gesehen habe. So, Pot... Du lebst noch? Du Scheißviech. Ah ja, und wir nehmen jetzt auch schon, immer mindestens ein Herz Schaden pro Berührung mit einem Gegner. Was nicht unbedingt hilfreich für mich ist. Vor allem... Oh Gott. Oh Gott! Brimstone-Geister! Nein, 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 nein. Haltet euch bitte fern von mir, dankeschön. Okay. Ich glaube, wir waren ganz kurz davor, einen zu killen. Oh ja, verdammt, Brimstone-Geister. Wisst ihr, dass ich euch absolut nicht leiden kann? Wusstet ihr das schon? Ja, cool. Ich nämlich auch. Ah! Oh. Okay. 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 29 Münzen. Ehrlich gesagt, spricht mich keins dieser Items übermäßig an. Hier dagegen. Reduziertes Soul Heart. Sehr schön. Ein gutes Stigma, dann Damage und HP ab. Bumm. Will ich dieses Teil haben? Ich weiß nicht, glaube nicht. Kannst du mir hier nicht wirklich leisten. Wir gehen stattdessen... Ah, ich habe keinen Schlüssel. Wir holen uns den Schlüssel. Und dann gehen wir hier rein. Und bekommen... ein HP ab. Oh Junge, ich hoffe, wir bekommen den vernünftigen Devil Deal auf dieser Ebene. Ich hoffe es wirklich. Shit, hier waren wir schon drin. Wie es aussieht. Oh nein! Ihr wolltet das nicht canceln. Ich bin doch kein Drückeberger. Spiel, glaub mir. Das wollte ich nicht. Das war nicht so geplant. Es ist auf einmal so passiert. Alter, ihr wisst, was ich gerade für eine Feuerrate habe. Beziehungsweise wie viel Schaden die wohl gemacht haben, die Tränen gerade eben. Ja, ich glaube, gegen so einen fetten Gegner wie Super Greed, mit dieser Fähigkeit, also die Fähigkeit, dass wir immer stärker werden, je länger wir den Gegner treffen, die wird da ziemlich hilfreich sein. Und oh, nicht der schon wieder. Nicht der Kollege schon wieder. Der ist doch auch so nervig. Ich glaube, ich warte jetzt einfach, bis er mir sein Popo zeigt. Wenn er mir sein Popo zeigt... Dann, ne, werde ich da hardcore draufschießen oder ich werde meine Tiers dann immer stärker. Das ist zumindest der Plan soweit. Schauen, ob es klappen wird. In der Zwischenzeit kann er auch durch meinen Schlabber durchhüpfen. Was ein bisschen Schaden macht. Komm schon, zeig deinen Schwanz. Na, lol, er hat das gesagt. Ja, hat er. Das Problem damit. Oh, das ist der Kopf. Du machst nicht das, was ich von dir will, oder? Ja, der weigert sich. Gut, treffen wir ihn so. Ist okay, ist okay. Ist okay.
Ist alles vollkommen okay, mein Freund. Okay. Jetzt wollte ich in dem drinstehen, um zu schauen, wie stark meine Tiers dadurch werden können. Gott, ich mag das Item. Das ist ziemlich super. Und Alter. Warum bist du eigentlich so scheiße nervig, Alter? Da ist es. Komm schon. Ah, okay, es war guter Damage. Machen Sie nichts vor. Und wenn ich Schaden nehme, gib mir die Piggy Bank Geld, was ziemlich gut ist. So, haben wir hier oben noch irgendwas von Interesse? Warte mal, ich meine, dass das hier jetzt sowieso der letzte Shop und der letzte Devil Deal ist, oder? Zwei von euch! Oh, großer Gott, ihr seid so nervig. Warum seid ihr so nervig? Hört auf, so nervig zu sein. Bitte. Ich bitte euch. Oh. Aber ist okay. Solange ihr mich immer weiter trefft, werde ich immer weiter Geld bekommen. Und ich bin großer Freund von Geld in dem Spiel. Und in Wirklichkeit. Ich mag Geld. Ich kann sich viele schöne Dinge verkaufen. Oh, aber zwei Stück von denen. Das Problem an denen ist, dass sie nicht, dass sie starke Gegner sind oder so, sondern einfach, dass sie so unverschämt nervig sind, dass man direkt von Anfang an schon keine Geduld mehr hat, gegen sie zu kämpfen. Oh, Double Kill! Yeah! Was haben wir hier? Wir haben Krampus! Tag, Krampus! Ich habe dich vorhin freigeschaltet und freut mich, dass du jetzt direkt schon mal dir die Güte gibst und auftauchst. Und ich frage mich gerade, ob Krampus inzwischen andere Items geben kann. Falls nicht, dann gib mir einfach irgendwas, Krampus, okay? Überrasch mich. Head of Krampus ist freigeschaltet. Yay. So aussieht, kann Krampus immer noch nur dieselben beiden Items geben. Das ist scheiße. Falls ihr es euch nicht denken konntet. Hm, komm schon. Hm, Damage up. Verlockend, aber ich glaube, nee. Ich glaube, da ist noch was Besseres für mich drin. Ich glaube, ihr beiden seid nicht die Items, die ich will. Blue Map, auch nicht das, was ich will. Komm schon. Poison Touch. Absolut nicht das, was ich will. Und komm, nehmen wir das mit. Das andere wäre vielleicht auch interessant gewesen, aber keine Ahnung, was das bringt. Hier waren wir jetzt schon öfter als einmal drin. Fuck, ich kann mir keinen Schlüssel kaufen. Bekommen wir überhaupt noch Items? Ich bin gerade unsicher. Ich glaube, in dieser Ebene wurden wir wieder ein gutes Stück stärker. Und das macht mich sehr glücklich. Wir werden noch einen bekommen. Ja, einen Shop haben wir noch vor uns. Oh mein Gott. 7 Münzen brauchen wir. Gabi! Oh. 7 Münzen brauchen wir, liebe Leute. Und dann können wir uns was Schönes kaufen. Wenn es soweit ist, würde ich sagen, schauen wir mal hier rein. Und wir bekommen absolut unfassbar starkes Item. Vor allem für diesen Modus. Und wir fangen direkt an. Dieses Item. Es wird uns so vieles erleichtern. Weil, ich meine, ihr seht es ja. Wir haben ja jetzt so einen Torso-Freund, der hier rumläuft. Und für uns Gegner angreift. Und der macht unfassbar viel Schaden. Er teilt unfassbar viel Schaden aus. Und das Gute ist, dadurch, dass hier so viele Wellen von Gegnern kommen, kann der echt auch eine Menge killen. Und, oh Gott. Und, solange wir nicht, oh Gott, die Welle hier beenden, haben wir ja wirklich einen optimalen Nutzen von dem Kollegen. Und vor allem ist er schon wieder aufgeladen. Das ist gut. Torso. Oh Gott. Brimstone Geister. Das war's schon. Das war leicht, wir können uns jetzt noch einen zweiten holen. Ich glaube, das wollen wir nicht. Ich glaube, wir wollen uns das lieber aufheben. Ups. Ah, kleiner Mann. Lass mich bitte in Ruhe. Wir wissen beide, dass du nicht stark genug für mich bist. Wir wissen das beide. Also mach dich nicht unglücklich, Alter. Mach dich nicht unglücklich. Ich sagte, mach dich nicht unglücklich. Er hat sich einfach unglücklich gemacht. Wer lebt denn da noch? Du, Arschloch. Und ein Soul hat für umsonst. Das weiß ich natürlich sehr zu schätzen. Oh, Dev. Torso! Danke, Torso, dass du dich um Dev kümmerst. Okay, ich glaube, diesen Greed-Mode sollte ich auf jeden Fall schaffen können, Leute. Ich meine, spürt ihr, wie stark ich bin? Spürt ihr das? Oh Gott, zweimal der dunkle eine. Das könnte sehr, sehr unbequem werden. Vor allem, weil ich gerade nicht sehe, dass der Torso-Man angreift. Torso-Man, greif bitte an. Oh, er greift den einen an. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, war das super. Devil Deal.
Wir nehmen Habit mit. Habit nehmen wir mit. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir getroffen werden, wird unser Spacebar-Item um einen Balken aufgeladen. Und das könnte echt hilfreich werden. So, was haben wir hier Schönes? Wir wollen dich mitnehmen auf jeden Fall. Dann wollen wir dich mitnehmen. Und dann wollen wir dich mitnehmen. Und dann haben wir jede Menge Herzen. Und dann nehmen wir dich noch mit. Nehmen dich nochmal mit. Und dann sind wir zufrieden. Cursed Room hat Health Down. Nicht optimal. Ja, Bad Gas ist auch nicht optimal. Und du Mom's Purse, What Trinket Room, scheinst an sich vielleicht hilfreich zu sein, aber ich habe ein Trinket, das mir nicht mal wirklich was bringt. Insofern, ich glaube, mehr Trinkets ändern daran nicht viel. Die Chest, liebe Leute. Ich meine, der Shop. Der Shop, beängstigend. Oh Gott, Torso. Torso. Töte für mich. Töte, yeah. Oh mein Gott. Ich liebe diesen Torso. Ich glaube, das ist so ziemlich, wenn man dieses Item hier bekommt in dem Modus, dann ist das der Jackpot. Ich meine, schaut mal allein, wie schnell der ist und wie viel Schaden der austeilt. Wenn wir jetzt noch BFF oder sowas hätten, Alter. Dann wären wir endgültig unaufhaltsam. Wo kommen hier beiden Greedmänner her? Haben wir eigentlich noch einen Shop? Wir haben ja sogar noch einen Shop. Das ist ziemlich cool. Alter, wie fett die Tiers werden. Ich glaube, die werden auch fetter, wenn die, wenn der Scherbenfreund irgendjemanden trifft, oder? Habe ich so das Gefühl. Ja, das gefällt mir. Das ist ein super Run, Leute. Könnt mir sagen, was ihr wollt, das ist ein super Run. Ich habe gerade den Spaß meines Lebens, okay? Ich habe im ganzen Leben noch nie mehr Spaß als jetzt gerade. So, wir machen direkt weiter. Oh, der Kollege zweimal. Das wird nervig. Allerdings, wenn ihr euren, hey, wir rennen jetzt mit unseren Millionen Pferden von links nach rechts macht, dann wird der Torso-Man euch sowas von umbringen. Das glaubt ihr gar nicht. Wir können es aber auch so machen. Oh, jetzt. Yeah. Wo bist du denn? Hallo. Es geht ab. Trottel. Ach du Scheiße. Die Greedo-Armee. Na, mit denen ich bin nur von einer Seite verwundbar, Arschlöchern. Die aber kein Problem für meinen Torso-Freund sind. Kein Problem für meinen Torso-Freund. Kein Problem für den Torso-Freund. Und wir haben bisher noch nicht mal uns die Mühe gemacht, auch nur zu versuchen, einen zweiten zu holen, Leute. Wir könnten uns ja noch mehr von den Torsos holen, jedes Mal, wenn es aufgeladen ist, aber bisher war es, glaube ich, noch nicht nötig. Deswegen haben wir es noch nicht gemacht und der Devil Deed ist auf der rechten Seite, das ist seltsam. Oh, ich habe keine Ahnung, was... Willst du bitte aufhören? Kleiner Mann. Stirb bitte, danke. Was bist du? Butterbean? Fantastisch. Gemini. Die überzeugen mich beide nicht sonderlich. 33 Münzen. Wollen wir. Yay, 37 Münzen. Wollen das mitnehmen. Portable Slot, absolut schrecklich. Und wir wollen das mitnehmen. Ceremonial Robes, das ist akzeptabel. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen hier runter. Sacken zwei Schlüssel ein, die uns nichts mehr bringen. Und dann gehen wir einfach weiter in die nächste Ebene, liebe Leute. Und zwar die letzte Ebene. Die Ebene von Ultra Greed. Deswegen heißt die Ebene auch Ultra Greed. Und was einer... was auch einer geschrieben hat. Jetzt macht auch der Trailer von Afterbirth, falls ihr den gesehen habt, der macht jetzt mehr Sinn. Der hat im Trailer, da sieht man so ein Greedo rumhängen mit Münzen im Auge. Und dann davor ihm ist dann so ein Monstro. Versteht ihr? Hier war gerade eben der Monstro. Und dahinter ist der Greed. Das war eine Anspielung darauf in dem Trailer. Hi. Was geht ab, Alter? Was hast du vor? Super duper Ultra Greed. Alter, weißt du was? Ich werde dir so viel Schaden zufügen. So viel kannst du dich gar nicht heilen, mein Freund. So viel kannst du dich nicht heilen. Au. Hör auf, Bargeld vom Himmel regnen zu lassen. Er ist doch ein Tank. Er ist doch mehr tanky, als ich gedacht hätte. Wo ist überhaupt mein Torso, Freund? Greift er schon den Greedo an? Das hoffe ich doch. Aber wir teilen echt immer noch guten Damage aus. Ja. Ich bin soweit zufrieden. Damit holst du Gegner. Das ist mir egal. Hol die Gegner. Die machen eh nichts. Hol deine Gegner, Greedo. Hol deine Gegner. Ich mag es übrigens, dass deine... Oh Gott, die machen doch was. Oh Gott. Ich mag es, dass deine Türen so golden sind. Das hat was. Das ist ein richtig edler Typ, der Greedo. Wir wurden bisher dreimal von ihm getroffen. Vielleicht sollten wir die jetzt kaputt machen. Ja. Wir machen sie kaputt ein bisschen. Oh Gott.
Er holt Greedo-Köpfe. Okay, alles cool. Wir haben hier nämlich irgendwo noch einen Torso, der rumrennt und alles tötet. Wenn der Torso rumrennt und alles tötet, dann ist alles super. Und ja, ich glaube, dieses, dass die Tränen immer stärker werden, wenn, je öfter man trifft in Folge. Ich glaube, das ist somit eins meiner neuen Lieblings-Items. Es ist einfach ziemlich super. Ich meine, seht ihr das? Schaut euch das an, wie fett die Tiers sind. So stark sollten die eigentlich nicht sein, falls ihr es nicht wusstet. So, war es das Super Greedo Man? Ja, cool. Wow! Alter, ist ein schicker Typ. Da kann ich noch rein donaten. Ha. Zu Greed. Was passiert, wenn man da rein donatet? Kann ich den auch irgendwie kaputt machen? Nein. Nein! Er wurde... Ah! Hi. Ja. Ist jetzt unangenehm. Ah, er freut sich. Okay, ist doch nicht so unangenehm. War alles cool, liebe Leute. Kibam! Lucky Pennies. Yay. Was has appeared in the basement? Lucky Pennies, was hat's damit auf sich? Ich habe keine Ahnung. Aber, liebe Leute, ich würde mal sagen, das war ein durchaus geschmeidiger und gut gelungener Greed Run. Ich mag den Greed-Mod immer noch. Und wie es ganz weitergeht, sehen wir im nächsten Part von The Binding of Isaac Afterbirth. Das wird nachgebürtiger Spaß. Gute Nacht.